Indische Lotusblume. Die indische Lotusblume Meluma nucifera gehört zur Familie der Seerosengewächse und ist eine wärmere Asien westlich bis zum Kaspischen Meer und von Japan bis Nordostaustralien verbreitet. Vor der letzten Eiszeit waren Lotusblumen auch in Europa beheimatet. Kaum eine andere Pflanzenart ist so symbolträchtig und von Mythen umrankt wie die Lotusblume. Den Indern gilt die Pflanze als heilig. Von dem chinesischen Volk wird sie seit alters her tief geliebt und verehrt. Für die Chinesen ist die Lotusblume das Symbol für Vollkommenheit, Reinheit und Unbestechlichkeit und zählt von den 8 Kostbarkeiten des Buddhismus. Neben ihrer überwältigenden Schönheit hat die Lotusblume in Asien eine große wirtschaftliche Bedeutung als Nahrungsmittel und Medizin. Die kalorienreiche Wurzelhizome werden als Mehl und bis zur Zubereitung von Süßspeisen verwendet. Aus den Blattstielen wird ein Salat bereitet, während die begehrten Samen gekocht, gebraten oder roh kandiert genossen werden. Der Milchsaft junger Pflanzen enthält das Herzalkolit Nalubim. Der Lotus-Effekt: auf dem Lotusblatt halten weder Wasser noch Schmutzpartikel. Dieses Phänomen beruht nicht auf Scheine auf einer glatten Oberfläche, wie man zunächst annehmen würde, sondern auf einer sogenannten Mikrorauigkeit. Mikroskopisch kleine Zellausstülpungen, die von feinsten Wachskristallen überzogen sind, prägen die Strukturen der Blattoberfläche. Auf dieser mikrorauen Oberfläche behält der Wassertropfen seine Kugelgestalt, weil die Kraft des Zusammenhaltens seiner Moleküle Kohäsion größer ist als die Anziehungskraft des Blattes Adhäsion. Die über das Blatt abrollenden Wassertropfen nehmen Schmutz und Staubpartikel mit und reinigen so die Oberfläche. Dieser sogenannte Lotus-Effekt wird neuerdings in der Lackindustrie bei der Herstellung von Speziallacken für Gebäudeoberflächen genutzt.